Ja, Freunde, wieder mal ein Samstagsspiel. Diesmal die Abendpartie zwischen Schalke und dem Meister aus München. Heute Abend in der Veltins Arena 18:30 ist der Anstoß. Schalke 64% Performance, Bayern mit 93%. Die letzten fünf Partien gingen allesamt an den Münchner Vertreter hier. 4-0, 5-0, 2-0, 2-0, 2-0. Schalke ja in der Champions League am Mittwoch. Ja, in der Champions League auf jeden Fall unterwegs gewesen. Da haben sie 3-0 über Steaua Bukarest gewonnen. War eine schöne Partie, einige schöne Tore. Davor 1-0 Sieg über Mainz mit dem Tor von Neuzugang Prinz Boateng. 2-0 Sieg über Leverkusen. Ein 3-2 Sieg in der Champions League Qualifikation über PAOK. Sowie eine 2-1 Niederlage gegen Hannover 96. München am Dienstag müssen sie gespielt haben. Gegen ZSKA Moskau 3-0 gewonnen. Da war ja unter anderem dieses schöne Freistoßtor von Alaba dabei. 2-0 Sieg über Hannover. Da sahen sie eher ein bisschen dürftig aus. 7-6 Sieg nach Elfmeterschießen im UEFA Super Cup über Chelsea London. Ein dürftiges 1-1 gegen Freiburg sowie ein 2-0 Sieg über Nürnberg. Was auf jeden Fall diese Saison auffällig ist, Bayern ist auswärts nicht ganz so sattelfest wie daheim. Der Sommer hat ja da schon ein bisschen gemeckert, dass sie mal wieder mit dem Kopf aus dem Arsch ziehen sollen und so weiter und so fort. Ansonsten 26 Münchner Siege hier zu Buche, 10 Unentschieden, 12 Schalker Siege. Gucken wir mal bei den Torschützen vorbei. Schorlei mit 2, Hüttler mit 2, Boateng, Höger und Fafan mit 1. Bei München 3 Mandzukic, 2 Robben, 2 Ribéry, 1 Shaqiri und 1 Alaba. München aktuell 2. hinter Borussia Dortmund. 4 Siege, 1 Unentschieden, 9-2 Tore, 13 Punkte. Ja, die Schalker aktuell 10. mit 2 Siegen, 1 Unentschieden, 2 Niederlagen aus 5 Spielen, 7-9 Tore. Ja, wie sieht mein Tipp aus? Ich denke mal, gerade weil Bayern aktuell auswärts ein bisschen schwächer ist, wird das eine enge Partie werden, aber im Endeffekt wird sich Bayern wieder durchsetzen und da mit 2-1 gewinnen.